ist so warm. Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch. Ich bin wieder bei H1. Ich weiß gar nicht, ob ich das jeden Tag sagen soll mit H1. Eigentlich müsste es klar sein jetzt. Ich habe heute bei H1 Datendienst. Ja, was das ist, erzähle ich euch einfach gleich, würde ich sagen. Ja, let's go. Hey Simon, ne? Alles klar? Alles klar? Ja. Komm mit. Komm mit, hast du? Wohin soll ich? Okay. Ich bin so aufgeregt. Hi Renate. Hallo. Vlog Section. Alles klar. Sören hat sich das angeguckt. Sören? Ja. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich habe mich hier hingesetzt und dann war das halt so offen. Weißt du, wer es geteilt hat auf Facebook? Irgendwie? Weißt du, wer es gemacht hat? Du warst es. Danke, Corinna. Ich habe erst überlegt, ob ich dich fragen muss. Ach Quatsch. Und das dann, du hast es ja im Internet freigegeben. Das stimmt. Ich fand es echt gut. Ich habe echt gedacht, was, cool, danke. Was war das denn, das Problem dann? Was war denn das Problem mit den 30 Leuten? Nee, es war einfach nur, wir hatten irgendein technisches Problem und der rausgekommen hat gesaved. Das war gar nichts. Das war eigentlich nichts. Aber ich musste Scheiß irgendwas. Clickbait. Das ist als Datendienst hier mein Arbeitsplatz. Aufgabe als Datendienst ist es, die Sendungen, die heute bei H1 laufen, einfach in der richtigen Reihenfolge in dieses Programm reinzufügen und Station-IDs dazwischen und einfach, dass alles läuft so, dass heute alles auf dem Sender so läuft, wie es auch laufen soll. Ich zeige euch mal das Programm. Also das ist das Programm. Hier sind diese ganzen, hier sieht man die ganzen Sendungen, die ganzen Namen. Hier zum Beispiel steht Regionsversammlung. Das haben wir ja letztens gedreht, das läuft dann heute. Und ja, hier steht alles, was gelb ist, heißt, dass es noch nicht eingefügt ist. Und ja, die muss ich jetzt alle einfügen. Und ja, let's go. Kugel. Rot. Grün. Blau. Rot. Grün, blau, rot, grün, blau. Eine weitere Aufgabe als Datendienst ist es, DVDs zu brennen. Richtig geiler Scheiß. Magische Kugel hier auf blau gestellt, weil das ja so, man sagt ja so, wenn du, weil das so dem Kopf so sagen soll, kalte Farben, so blau ist kalt, dann wird dir kühler, aber es klappt nicht. Ich suche jetzt einen Ventilator. Aha, wusste ich's doch. This guy. Das ist ein 400-Euro Ventilator, den hier gerade keiner benutzt. Also es ist gerade die Meldung reingekommen, dass Gunter Gabriel verstorben ist. Und hier bei H1, der war mal bei uns in einer Sendung. Und zwar in dieser Sendung hier. Auf dem H1-Sofa. Ich füge diese Sendung jetzt spontan ein. Das war jetzt nicht geplant vorher, aber sowas passiert halt auch mal. Und dann können wir spontan reagieren und das einfügen. Und ja. So Leute, jetzt kommt ein sehr wichtiger Moment. Ich füge jetzt 0511 ein. Das ist unser tägliches Nachrichtenmagazin und das ist sozusagen unser Flaggschiff von H1. Die kommt jeden Tag läuft 0511. Das ist immer so das Wichtigste, was am Tag passiert. Es wird täglich produziert, wird da geschnitten täglich und wird hier eingefügt, immer um 18.45 Uhr.
Und wenn hier was schief geht, Leute, wenn hier was schief geht, dann brennt die Hütte, du, das sag ich euch. So, die Sendeliste ist fertig. Ihr seht, es ist nichts mehr gelb. Grün heißt, das läuft gerade. Am Ende kommt nochmal Euronews über die Nacht. Und ja, jetzt kommt die nächste und letzte Aufgabe als Datendienst. Jeden Raum abzuchecken, dass alle Heizungen aus sind. Die werden wahrscheinlich aus sein bei dieser Hitze. Dass alle Türen zu sind, alle Fenster zu sind, dies, das. Und es sind viele Räume. Wie man da sieht, läuft unsere Sendung schon. Läuft auf FTV Lokal. Da läuft auch nochmal auf diesem High-End LCD 4K Curved Monitor. Immer checken. Und meine Mutter, sie hat mir gewünscht. Immer interessiert, egal ob wir das jetzt selber machen oder für nice. CD. Ton passt. So, das war's auch wieder mit H1 für heute. Und das war's auch mit dem Vlog für heute. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen.